Verhalten im Notfall. Das allererste und das wichtigste, was ihr machen müsst, ist Ruhe bewahren. Oh mein Gott! Und auf die eigene Sicherheit achten. Dann müsst ihr einen Notruf oder einen Giftnotruf absetzen und den Ersthelfer verständigen. Ihr müsst auch gefährdete Personen warnen. Okay Leute, ihr glaubt nicht, was hier gerade passiert. Die Hochschule brennt. Wir versuchen alles wirklich auf Cam drauf zu kriegen. Aber hier geht wirklich die absolute Post ab. Wir wissen gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Feuer! 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 Sei es jetzt wie im Video, dass nur laut Feuer schreit. Dann müsst ihr hilflosen Personen helfen, aber nur, wenn ihr euch selber dabei nicht in Gefahr bringt. Deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr auf eure eigene Sicherheit achtet. Dann den Gefahrenbereich verlassen. Dann den Brandsammelplatz aufsuchen im Fall eines Feuers. Und bei Bränden grundsätzlich nach diesem Alarmplan verfahren. Vorbeugender Brandschutz. Hier ist es ganz wichtig, dass ihr Flucht- oder Rettungswege nicht mit irgendwelchen Sachen zustellt. Dann ist es wichtig, dass ihr Brandschutztüren nicht zustellt oder mit irgendwelchen Keilen verseht. Das nächste ist, dass Feuerlöscher und Brandmeldeeinrichtungen freigelassen werden müssen. Das heißt, diese auch nicht zustellen. Und feuergefährdete Bereiche, dort wird natürlich nicht mit Feuer hantiert, weil das sehr gefährlich wäre. Und Rauchen, für die Raucher unter euch, nur in den zugelassenen Bereichen, weil hier besteht auch Brandgefahr. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.